Umgebungsszenario Terroranschlag. Ein Verletzter liegt mit Oberschenkeldurchschuss im Gefahrengebiet. Zwei GTK-Boxer rücken zur Rettung an. Quasi gepanzerte Rettungsfahrzeuge der Bundeswehr. Für einen normalen Krankenwagen wäre die Einfahrt in ein solches Gefahrengebiet zu riskant. Von den medizinischen Möglichkeiten können wir alles, was ein ziviler Rettungstransportwagen oder ein Notarztwagen auch kann, bisschen mehr, weil wir vielleicht auch längere Strecken haben, bis wir im Grunde genommen auf einer Roll 2 nennt sich das bei uns, bei einer chirurgischen Erstenversorgung ankommen. Unser Ziel ist aber nach wie vor genau wie im Zivilen, dass wir möglichst binnen einer, wir nennen sie die Golden Hour of Trauma, binnen einer Stunde die Schwerverletzten wirklich in chirurgischer Versorgung haben. Die Bundeswehr unterstützt im Fall einer Naturkatastrophe oder bei besonders schweren Unglücksfällen, eben auch bei Terroranschlägen, die Kräfte von Landes- und Bundespolizei. Wenn diese personell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen oder spezielles Equipment, wie eben ein gepanzertes Rettungsfahrzeug, brauchen. Damit können Verletzte, wie Sie es gerade eben gesehen haben, geschützt aus einem Gebiet geholt werden, in dem eine Gefährdung durch Waffenwirkung noch nicht ausgeschlossen werden kann. Andere Spezialisten unterstützen bei der Abwehr von chemischen Stoffen und darüber hinaus beim Objektschutz. Bei der sogenannten BITEX-Übung haben Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und die Bundeswehr erstmals praktisch die Zusammenarbeit bei der Terrorabwehr geprobt. Der Einsatz der Bundeswehr im Innern war zuletzt kritisch diskutiert worden. Innenminister Herrmann verteidigt diesen vehement. Seit jeher ist es üblich, dass beispielsweise bei extremen Hochwasser die Bundeswehr beispielsweise hilft, mit Sandsäcken Dämme zu stabilisieren und in der Tat nicht erst einzugreifen, wenn der Damm gebrochen ist, sondern mit ihrem rechtzeitigen Einsatz dafür zu sorgen, dass der Damm nicht bricht und die Katastrophe deswegen nicht eintritt. Und daraus hat in der Tat das Bundesverfassungsgericht auch klar abgeleitet, dass Ähnliches natürlich auch bei der Abwehr eines unmittelbar bestehenden Terroranschlags gilt. Dass es natürlich auch nicht erst nachdem der Terroranschlag schon stattgefunden hat, zulässig ist, die Bundeswehr einzusetzen, sondern auch, wenn diese Gefahr unmittelbar droht, nicht nur theoretisch, sondern unmittelbar, wenn Terroristen vielleicht schon in der Stadt unterwegs sind. Und dass es auch in einer solchen Situation richtig ist, dass dann eben alles getan wird, auch mit Unterstützung der Bundeswehr, um den Schaden für unsere eigene Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Der Freistaat Bayern hat in den letzten Jahren massiv in die innere Sicherheit investiert, so Herrmann weiter. Mehr Personal für die Polizei, bessere Schutzkleidung, bessere Technik und eben regelmäßige Trainings. Rund 2000 Einsatzkräfte waren über 2 Tage hinweg an der Übung auf dem Militärflugplatz in Penzing beteiligt. Schon jetzt wird deutlich, dass unsere Großübung ein voller Erfolg war. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen funktioniert bereits sehr gut, aber nichts ist so gut, dass es sich noch besser werden könnte. Denn bisher gäbe es zwar keine konkreten Hinweise für einen Terroranschlag in Bayern, Paris, London und Barcelona zeigten aber, dass die Bedrohungslage in Europa dennoch als ernst eingestuft werden muss. Daher sollen auch in Zukunft weiterhin gemeinsame Übungen von Polizei, Rettungsdienst und Bundeswehr durchgeführt werden, um bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.